Hallo zusammen, hier ist wieder heute Lan und euch wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und wollte ich heute wieder so ein kleines Video aus der Videoreihe Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren. Und dazu bin ich schon hier einmal auf meinem Jar of Black Hand, müsste das sein. Habe ich ein bisschen durchgescannt und wieder was gefunden, was von Interesse ist. Wir haben hier drei Items, die so ein bisschen in der Preisrange sind. Zwei davon sind Crafted Items, wo ich das Rezept noch nicht habe. Und das andere ist hier ein graues. Das ist anscheinend ein Zonendrop in dem Legion-Karasan. Und jetzt hier für 25k drum dachte ich mir, komm, das können wir uns einmal kaufen. Ist jetzt hier in dem Fall ein Stoff-Item. Und ich habe auch schon ein bisschen was anderes mir quasi gekauft. Da versagt die Stimme ein bisschen. So, Moment, jetzt schauen wir mal rein. Und zwar, wo haben wir's? Waste, hier sind wir richtig. Die ganzen Tabellen. Das haben wir jetzt für 25k gekauft. Ich habe ein bisschen was für Juve ausgegeben. Und zwar habe ich das Item gekauft, um quasi einen Boss zu beschwören. Und da ist dann auch direkt ein Rezept gedroppt. Da gibt es ja auf dieser verbotenen Insel ein paar Bosse, die man da beschwören kann. Inji habe ich noch ein bisschen was mit Skillpunkten gemacht. Da habe ich auch ein bisschen was ausgegeben. Bis jetzt aber noch nicht sonderlich viel. Quasi jetzt 25k für das graue Item, 2k für Inji und 10k für Juve. Gut, dann schauen wir mal weiter, ob wir noch ein bisschen mehr finden. Dann habe ich mal ein bisschen weiter gelockt und zwar habe ich jetzt noch ein Item gefunden, was von Interesse ist. Einmal hier das Bollwerk des wahnsinnigen Anhängers und das ist hier einmal aufs Schwall für gerade mal 10k drin. Ist hier ein Item aus Nialota, so wie ich das gesehen habe, normal. Ich denke mal, das würden wir mal mitnehmen hier für 10k. Und da muss ich mal gucken. Ich hoffe, ich habe irgendeinen Char hier, wo ich ein Schild lernen kann, sonst muss ich mit Testchars wieder ein bisschen gucken. Und das können wir dann auch in der Liste noch einmal eintragen. Und zwar, wo haben wir es? Da oben haben wir das Teil. Aber ich muss mal gucken, vielleicht habe ich noch irgendwo einen Schamanen, der kann ja theoretisch auch Schilde tragen. So, 10k. Und ja, das ist jetzt nochmal ein Item, was ich hier rausschmeißen kann. Und zwar, wo haben wir es? Nialota. Ist das gar nicht drin in Nialota? Schau mal an. Gürtel. Ah, okay, das ist irgendwie... Hier ist es. Keine Ahnung, warum das in der Tabelle jetzt hier ein bisschen komisch ist. Aber das Bollwerk und zwar im Normal. Und das müsste das sein. Ah ja, gut, in den anderen Schwierigkeits... Ah, okay, das ist eigentlich zwei Zeilen lang. Deswegen ist es hier nicht drin. Warte mal, ich muss das mal ein bisschen länger machen. So. Okay, dann haben wir da nur noch drei Items. Und dann wird es da auch in Nialota schon ein wenig weniger. So, dann sind wir auf dem nächsten Char. Und zwar habe ich jetzt gerade noch gesehen, dass Dunkelmond-Jahrmarkt ist. Und ich hatte mir letztens diesen Wappenrock gefarmt. Einmal Wams des Scharlachroten Kreuzzugs. Und ja, da kann man jetzt sich jetzt quasi hier bei so einem Händler auf dem Dunkelmond-Jahrmarkt verschiedene Sachen holen. Wenn man diesen Wappenrock im Inventar hat, dann kann man nämlich mit ihr hier quatschen. Und dann gibt es einmal diesen Wappenrock. Den habe ich schon. Dann gibt es ein Kettenset, das habe ich mir auch schon geholt. Also man braucht diesen Wappenrock einmal mit einem Plattenschar und einmal mit einem Kettenschar. Und jetzt habe ich hier mit dem Plattenschar quasi auch nochmal den Wappenrock. Und jetzt können wir uns hier dieses Assemble holen, wo es dann dementsprechend das Aussehen aus dem Scharlachroten Kloster einmal gibt. Das machen wir jetzt mal. Kostet 10k. Ist jetzt nicht richtig teuer, aber ne, ist wieder so ein kleiner Posten für unsere Waste-Liste. Und warte mal, kann man uns das auch mal angucken, wie das aussieht. Wieder, dann sind wir hier komplett Scharlachroter Kloster. Gut, Schultern sind jetzt anscheinend keine dabei. Aber zumindest hat man da alles Mögliche von diesem alten Gear, ne, was man sich damals holen konnte. Ein paar Sachen gibt es ja noch im Kloster, die man sich besorgen kann. Dann kann man sich da ein komplettes Set zusammenbauen. Gut, das sind jetzt dann nochmal 10k. Schreiben wir das Assemble auch noch mit auf die Liste. Dann schauen wir mal weiter zu den nächsten Items. So, jetzt bin ich wieder ein bisschen weiter gelockt. Und zwar habe ich mir einen Old Char hier auf Blackhand erstellt. Ich habe zwar auf dem zweiten Account einen Max-Level-Char, aber das Blöde ist, wenn man nach Rezepten scannen will, und ich bin jetzt hier gerade ein bisschen an Rezepten dran, dann klappt es halt nur, wenn man die alle einmal geöffnet hat, ne, auf dem Account. Und dann wird es halt leider nur auf dem einen Account angezeigt, was einem dann insgesamt noch an Rezepten fehlen. Jetzt ist die Geschichte, ich möchte jetzt ein paar Chars von verschiedensten Servern, wo Rezepte günstig sind, rüber transen
auf Blackmoor, wo ich dann meine ganzen Berufscharts jetzt hintransen werde. Also das wird ein bisschen ein größeres Unterfangen, aber unterm Strich spare ich mir einen Haufen, weil manche Rezepte halt jetzt auf anderen Servern wirklich deutlich günstiger sind. So ein Trans kostet, glaube ich, aktuell mit dem Rabatt 17 Euro, beziehungsweise wenn du halt mehrere nimmst und ich werde jetzt dann auf ein paar Server gehen, dann wird das alles noch günstiger. Und wenn ich dann theoretisch das mit Gold bezahlen würde, ne, kommt es mich halt günstiger, ich nutze die Trans-Dinger, als dass ich mehr für die Rezepte ausgebe. Ich habe jetzt mal schon einiges rausgesucht, ich kann es jetzt vielleicht mal zeigen. Also ich habe jetzt hier schon mal ein paar Rezepte rausgesucht und da auch nochmal ein paar, hier mit dem neuen Oribos Express. Oder wie heißt das Oribos? Ne, nicht Express, Oribos, irgendwas, ich weiß gar nicht, wie die Seite genau, Exchange, nicht Express, sehr gut, ich war nah dran, egal. Gut, und da habe ich mir jetzt ein paar Rezepte gesucht, wo ich auf anderen Servern günstiger kriege. Und zwar habe ich jetzt hier einmal ein mustereleganter Zylinderhut und der ist halt auf verschiedenen Servern, also für meistens über 1 Million drin. Auf Blackmoor war er letztens hier für irgendwie 800.000 und sonst teilweise auch, also jetzt aktuell gar nicht mehr, ne? Und jetzt bin ich gerade am gucken und habe den auf einem Server, wo ich noch Gold habe und wo ich ein paar Items gefunden habe, wie ihr unten seht, den halbwegs günstig gefunden, hier für 450.000 Gold. Und das wollen wir uns jetzt kaufen und noch 2, 3 andere Items, die kaufe ich mir jetzt hier. Und dann werde ich einfach ein Level 10 Char auf Blackmoor transen und die Rezepte kann ich dann quasi lernen. So ist zumindest der Plan. Mal gucken, ob das alles klappt, wie ich mir das vorstelle. So, was wollen wir uns jetzt kaufen? Also, ich brauche einmal den eleganten Zylinder. Das ist das hier. Das ist eins der teuersten Rezepte. Ihr seht, regionaler Marktwert ist eigentlich 1 Million. Hier kriege ich es jetzt für 450.000. Das holen wir uns schon mal. Dann wollte ich mir noch holen hier diesen Giftschnitter. Der ist aus Zul'Gurub. Eins der letzten Rezepte, die mir da fehlen. Hier für 40.000. Ich weiß gar nicht, was der auf Ding gekostet hätte. Ja, der Giftschnitter. Hier habe ich ihn offen. Auf Blackmoor hätte mich der 300.000 Gold gekostet. Da sind zwar ein paar drin, ne? Und hier kriege ich ihn jetzt halt für 50. Also das ist auch nochmal ein großes Ersparnis. Und dann habe ich noch die strassbesetzte Sonnenbrille. Die ist auf Blackmoor für 200.000 drin. Und hier war sie jetzt gar nicht drin. Quasi hier hinten. Irgendwie hat das jetzt nicht ganz funktioniert. Ich weiß auch nicht, warum. Aber hier können wir die einmal finden und zwar gebe ich eine Vorlage, dann, naja gut, okay, das hört jetzt nicht so gut, Straß, da haben wir sie. Seht ihr, die ist hier drin, aber hier wird sie irgendwie nicht angezeigt, warum auch immer, ist ein bisschen komisch. Aber ich habe ja gesehen, dass sie hier drin ist für 150, sind immerhin auch nochmal 50.000 weniger als auf Blackmoor. Also wenn ich jetzt das alles zusammenzähle, habe ich bei dem einen 50.000 gespart, beim anderen 250.000 und beim Zylinder wahrscheinlich eine 500.000 oder mehr. Die ist halt aktuell gar nicht auf Blackmoor drin, also ich denke mal, da lohnt sich das dann schon, die Rezepte rüber zu transen. So, dann tragen wir uns das mal alles schön in die Tabelle ein und dann zeige ich euch die gleich nochmal, dass wir das komplett haben. Also, das waren jetzt 450.000. Naja, da gehen natürlich die Beträge gleich schon relativ hoch. Dann hatten wir das andere mit 50 waren das, ne? Oder habe ich mir jetzt... Ne, 40 habe ich das gekauft. Pardon, 40 sogar nur. Und das hier hatten wir für 150 gekauft. Und dann sind wir damit zusammen jetzt bei 697. Davor hatte ich ja schon ein paar kleinere Sachen quasi geholt. Aber das hat jetzt ordentlich reingehauen, ne? Also fast 700.000 Gold. Das ist dann schon mal einiges. So, jetzt muss ich die noch auf einen anderen Char rüber schicken. Und den muss ich dann später noch transen. Dann werden wir dann mal gucken, ob das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. So, Dala, ich bin weitergelockt auf Argent Dawn jetzt an der Stelle und hier habe ich ein paar Sachen gesehen. Und zwar seht ihr diese Handschuhe für 22.000, die da drin sind. Die sind removed, für ein removedes Item sehr günstig. Ich habe die heute Nachmittag gesehen, die waren für 85 Gold drin. Irgendjemand hat sich, und ich habe dann 5.000 Gold hier rüber geholt und wollte mir die kaufen und bis das Gold halt da war, es dauerte immer eine Stunde, hat jemand die rausgekauft und anscheinend für 22 reingesetzt. Ich sag mal so, für 22 sind die auch noch ein Schnapper. Für 85 wäre es natürlich noch ein bisschen cooler gewesen. Ich sag's euch, wie es ist, aber für 22 nehme ich die auch mit. Also das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Das ist nämlich ein removedes Item, was du nicht mehr kriegst. Und dementsprechend kaufen wir das. Und dann habe ich hier zwei Handschuhe drin. Und zwar, seht ihr, oben steht schon gesammelt. Hier steht dran, dass ich es noch nicht habe. Wir machen da jetzt lieber mal auf Nummer sicher. Und zwar, das Ding ist, suchen wir nach einer Alternative. Und dann seht ihr hier, das hier habe ich angeblich noch nicht. Aber es hat mich auch wieder zum Falschen weitergeleitet. Jetzt gehen wir lieber rein und posten uns das Item einmal so raus. Warte mal, wie heißt das? Hand... K
Onkel Unge irgendwas. Okay, das müsste jetzt reichen. Da gibt es nämlich sehr viele verschiedene Versionen. Und hier seht ihr, das ist die Normal-Version, die habe ich schon. Das hier ist die... Warte mal, das wird auch als Normal angezeigt. Wenn ich jetzt hier drüber fahre, ist es LFR. Seht ihr das? Das ist Vogelwild, weil Blizzard die Item-Level-Sachen verändert hat. Seht ihr, wenn ich hier drüber fahre, wird es als Normal angezeigt, weil Item-Level 72. Wenn ich jetzt hier über das Item drüber fahre, ist es aber das LFR-Item. Das habe ich nicht. Da musst du so aufpassen, was du da kaufst. Schlichtweg deswegen, weil Blizzard halt selber mit den Item-Level-Sachen das verkackt hat. Und dann wird dir das Vorschau-Ding falsch angezeigt. Aber das hier für 40k, die LFR-Handschuhe, die habe ich noch nicht. Die kann ich mir kaufen. Und dann die anderen, die hier, die müssten aus dem Mythic sein, ne? Hier steht jetzt auch wieder Normal oben dran. Und wenn ich hier drüber fahre, sind es aber die Mythic-Dinger. Und die kaufen wir uns auch einmal. So, okay. Dann habe ich jetzt fast kein Gold mehr. Aber das sieht schon mal gut aus. Haben wir uns da nochmal ein paar Schnapper geholt. Das kann ich jetzt, glaube ich, alles mit Stoff-Chars lernen, oder? Jetzt muss ich mal gucken. Stoff. Okay, da kann ich mir dann so einen erstellen. Und jetzt gucken wir einmal noch das, was in die Tabelle mit aufnehmen. Und zwar haben wir jetzt hierfür 22k gezahlt. Für hier die Handschuhe haben wir jeweils 40 gezahlt. So, okay. Das war eine war jetzt aus Eternal Palace und aus Eternal Palace Mythic. So, okay. Also da seht ihr, da haben wir jetzt quasi 22k hier für die Removed. Und das können wir jetzt auch noch reinschreiben. Removed. So, okay, also jetzt haben wir hier 799. Und jetzt schauen wir einmal rein. Wo haben wir es? Nicht da? Hier, T-Mog, genau. Und zwar müssen wir die dann noch einmal rausschmeißen. Genau, hier sind sie, die Wickel. Das ist jetzt Eternal Palace. Das sind noch drei Items. Jetzt habe ich hier die LFR und die Mythic. Da hatte ich vorhin auch nochmal nachgeschaut, welche ich jetzt noch wirklich brauche. Weil wie gesagt, das Addon zeigt es mir alles ein bisschen falsch an. Heißt, die Liste können wir komplett rausschmeißen. Und ja, jetzt brauchen wir nur noch quasi drei verschiedene Items hier. Gut, da ist es einmal HC und Normal noch, ne? Und hier ist es LFR und HC, aber wird so langsam weniger. Gut, dann hätten wir das auch. Und dann gucken wir mal weiter, was wir noch finden. So Minimum 200k will ich jetzt noch ausgeben. Mal schauen, was da noch auf dem einen oder anderen Server liegt. So, dala, ich bin auf den nächsten Server weitergeloggt. Und zwar sind wir jetzt auf Alakir. Hier möchte ich mir jetzt auch nochmal ein paar Rezepte kaufen, die ich dann wieder auf meinen Main-Server transen möchte. Da werden wir wieder einiges ausgeben. Ich habe mir aber auch schon ein paar T-Mog-Items rausgesucht, die ganz interessant wären, die wir ja auch noch mitnehmen. Und dazu habe ich jetzt vor einer Stunde schon mal ein bisschen Gold über die Rollen des Rückrufens, seht ihr, haben wir einiges rübergeschickt. Und zwar haben wir jetzt hier 833.000. Ich habe das jetzt auf zweimal gemacht, weil dann nochmal zwischenrein ein Rezept eingestellt worden ist, was ich auch noch brauche. Jetzt war es alles ein bisschen verwirrend. Jetzt hoffen wir mal, dass das passt. Und zwar müssten das einige Rezepte sein. Also das sind die drei, die wir auf Black Hand vorher hatten. Und jetzt habe ich hier noch einige mir quasi rausgesucht. Ne, alle hier auf Alakir, wie ihr seht. Also die sind halt nicht teilweise nicht die günstigsten auf Alakir, aber zumindest halbwegs günstig. Und die sind hoffentlich jetzt noch alle im AH drin. Das werden wir jetzt gleich mal gucken. Also, ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an mit den zwei T-Mog-Sachen. Erstmal die Heugabel, das ist ein removedes Item. Das werden wir uns einmal kaufen. Und dann haben wir hier noch ein Item aus dem Mausoleum. NHC für 50k, das kaufen wir uns auch noch. So, dann haben wir jetzt schon mal beide quasi T-Mog-Teile, die jetzt hier noch halbwegs interessant waren. Die Dinger sind zwar jetzt auch halbwegs günstig, aber das sind Crafted-Items, ne? Da kaufe ich mir die Rezepte und kann mir die dann wahrscheinlich für 5-6k herstellen, also das macht keinen Sinn, die zu kaufen. So, jetzt gucken wir mal her. Also, das erste Item ist die Vorlage Bern-Irgendwas. Für 16k ist die drin. Bernstein-Monokel, okay, das kaufen wir uns schon mal. Also, das erste haben wir. Dann Vorlage Rubin-Irgendwas für 19k. Die ist auch drin. Kaufen wir uns auch. Dann das dritte ist die Formel hier. Urteimliche, okay, ist es die? Warte mal, ich muss mal den ganzen Namen einmal raussuchen. Urteimliche Meisterschaft, genau, für 200.000 Gold.
die würde halt auf Blackmore halt 400 irgendwas 1000 kosten, ne? Und die anderen beiden Rezepte, die ich mir jetzt eben gekauft habe für irgendwie 20k rum, die kosten auf Blackmore auch über 200.000. Also, oder nee, das eine 150, das andere knappe 200. Also, da spare ich mir schon echt einiges, ne? Und jetzt das Rezept, da kostet hat es 200k gekostet. Und auf... jetzt gekauft? Nee, das habe ich mir noch nicht gekauft, ne? Warte mal, halt, stopp, bevor wir jetzt gucken. Nee, das habe ich mir noch nicht gekauft, okay. Also, da spare ich mir auch nochmal irgendwie 250k für das hier. Okay, dann haben wir... Pläne, Obas, genau, der kostet auf Blackmore 400.000, hier 200k, das sind wieder 200k, die ich mir gespart habe. Dann habe ich noch eine Hals irgendwas, okay, das, warte mal, ist die jetzt nicht mehr drin? Oder wird das noch nicht angezeigt? Vorlage, R irgendwas, Halsreif Abschienung, genau, 20k kostet das hier auf Blackmore 150k. Also, ich glaube, wenn ich das alles zusammenrechne, was ich auf Blackmore mehr zahle, dann sind es wahrscheinlich eine Million oder so, ne? Also, schon echt krass. So, dann das nächste ist das hier drin. Das ist, muss dieser Trank sein. Das ist auf Blackmore gar nicht im Auktionshaus. Und hier ist es für 30k drin. Das kaufen wir uns auch noch. Und dann habe ich jetzt noch das letzte. Und zwar Elementar Codex der ultimativen Macht. Jetzt hoffen wir mal, dass das hier noch drin ist. Der ultimativen Kraft, und zwar das hier ist der absolute Schnapper. Das kostet auf Blackmore 1,1 Millionen und hier ist er halt einfach für 250.000. Es gibt noch einen günstigeren, aber das ist nur 50k günstiger und da müsste ich dann dementsprechend noch einen Chart ransen und das rentiert sich ja quasi dann nicht. Gut, dann haben wir die ganzen Sachen. Jetzt zählen wir das mal kurz, oder nehmen, oder warte mal, ich mal gucken, wie machen wir das so. Ja komm, ich nehme es alles raus und dann schauen wir mal. Ah, die Stangenwaffe kann ich sogar sofort lernen. Also, dann kommt das jetzt hier mal mit in meine Tabelle rein. Also, wir haben einmal die Heugabel für, was hat die gekostet? 40k mal gezahlt, ne? Also, Heugabel 40k, die können wir jetzt auch gleich schon lernen. Die scheinen für Loadchars, haben wir die schon mal weg? Die Heugabel. Dann haben wir hier noch ein... Achso, das muss ich dann nachher mal wegschicken, ne? Ein Item aus Mausoleum Mythic. Was haben wir dafür gezahlt? 50 waren das, ne? Ja. 50. Zwar aus dem... Jetzt, dass ich mich nicht wieder vertippe. Achso, Mausoleum Mythic. Okay, dann... quasi das Rezept gezahlt 16.000. Da kommt schon ein bisschen was zusammen. Für dieses Rezept. Das sind auch diese ganzen aus Cataclysm, ne, die damals auf Lothar, wo ich die mal gesucht habe, nie drin waren oder halt für absurde Preise. Für 19k. Ja, das ist halt Schnäppchen, ne? Schnäppchen, nicht Schnäppchen. Das auch, da gibt es dann auch ein Schnäppchen drauf für solche Preise. So, was habe ich hier gezahlt? 200k. Sonst halt irgendwie 500.000 oder aufwärts auf manchen Servern. Dann hierfür haben wir für Schmiedekunst das letzte Schmiedekunstrezept, was mir fehlt. Oder nee, das vorletzte. Eins aus Classic, ne? Das habe ich mir jetzt vorhin, glaube ich, auch schon gekauft. Auch 200k. Gut, dann haben wir hierfür gezahlt... 20k habe ich dafür gezahlt, ne? Ja. Schirmung. Ich muss immer bloß gucken, welcher Preis jetzt der war, den ich ausgegeben habe. Aber unten gekauft 20k, ja. Genau. Dass wir da nichts Falsches in die Tabelle reinschreiben. Danke dir fürs Followen übrigens. Dann haben wir das gekauft für 30k. Und das hier hatten wir gekauft für 250. So, 250.
Gut, da ist jetzt einiges zusammengekommen. Die muss ich jetzt dann alle rüber transen. Das eine kann ich dann, eigentlich kann ich das auch mit transen, dann muss ich mir nicht nur einen Testchar erstellen, fällt mir gerade ein. Ne? Das könnte man ja eigentlich auch so machen, wenn ich das ja eh noch rüber mitziehe. Okay, jetzt schauen wir doch mal schnell. Also, das ist jetzt bis jetzt in der Tabelle drin. Wir haben jetzt ausgegeben mit den Sachen, die ich davor hatte. Ne? Dann hat man jetzt ein paar Sachen auf Black Hand gekauft und jetzt diese ganzen, beziehungsweise auf Ding waren wir auch noch, auf Argent Dawn, ne? Die jetzt auf Alaki, jetzt sind wir bei 1.624.000. Jetzt würde ich sagen, schauen wir mal, warte mal, das können wir mal abspeichern. Die Heugabel, die kann ich mir, denke ich, mal merken. Dass wir das jetzt noch einmal rausschmeißen hier. Und zwar war das jetzt im Mythic-Modus, das hier. Ah, schau mal, das ist das auch die letzte, das letzte Teil, was mir da fehlt. Also das kann raus. Und dann können wir die Heugabel hier unten rausschmeißen. Das ist ein removedes Teil. Das ist dieses hier. Dann fliegt das auch raus. Und dann haben wir da schon mal wieder zwei weniger. Und was ich dann auch entfernen kann, sind diese Cataclysm World Drop Rezepte, die ich jetzt hier noch drin habe. Aber ich glaube, die schmeiße ich dann raus, wenn ich sie alle gelernt habe. Sobald ich die rüber getranzt habe. Aber ich muss jetzt noch ein paar mehr Server abklappern. Das sind noch nicht alle Rezepte. Aber ich würde sagen, für das Video soll es das gewesen sein. Wir wollten ja immer schauen, dass wir um die Millionen rumkommen. Da sind wir jetzt ein gutes Stück drüber. Schon bei 1,624, also 1.624.000 Gold. Ich denke mal, ist schon mal eine ganz stolze Summe. Und ja, da haben wir uns jetzt einiges gekauft. Und ja, ich verabschiede mich jetzt an der Stelle für die Aufnahme. Und ja, in der nächsten werden wir dann dementsprechend so ein bisschen noch weiter kaufen. Und dann schauen wir mal, wie das mit den Chart-Transes und alles so klappt. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich mir das vorstelle. Gut, ich verabschiede mich. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.